Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Und heute Abend haben wir wieder jemanden zu Gast bei uns, Bettina. Ja, ich bin da. Ich bin auch da, aber wir haben noch jemanden bei uns, und zwar Herrn Jörg A. Hoppe. Und das war eigentlich die Idee, Patienten mit allen Playern auf Augenhöhe zu bringen. Und das ist uns, glaube ich, in gewisser Weise bis jetzt auch schon geglückt. Und ich lade Sie recht herzlich ein zur Jesper am 14. Oktober. Das muss man auch erlebt haben. Schönen guten Abend, Jörg. Schönen guten Abend. Hallo, Jörg. Jetzt fragt sich jeder natürlich, warum ist Jörg bei uns und wer ist Jörg? Und dazu kommen wir nämlich jetzt auch, weil Jörg ist der Initiator von der Yes-App, über die wir schon gesprochen haben, und der Plattform Yes We Cancer. Und das ist ein riesengroßes Projekt, auf das wir auch gleich nochmal eingehen. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen zu deiner Persona, Jörg. Also du hast ja auch einen Hintergrund, der das vielleicht für dich etwas einfacher gemacht hat als für andere. Denn du hast auch dein Netzwerk genutzt, um das Ganze aufzustellen. Du bist nämlich einer der Mitbegründer von Viva. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja, da muss man stolz drauf sein. Das ist schon, also. Kennt das noch jemand? Das ist schon ein bisschen länger her. Alle mit sozialisiert worden, ja. Ja. Meistens werde ich darauf angesprochen, dass ich mein Manager von Extra Breit war, aber das ist noch eine andere Generation. Kennen wir aber auch. Ah, wow. Ja, super. Genau, aber das war ja nicht nur Viva, das waren auch ganz viele andere Musikartisten und Musikjournalist und auch Filmproduzent und so weiter. Also das heißt, du bist einfach ein Medienmacher, Medienschaffer. Und genau das war auch das, was dir dann auch geholfen hat, das alles aufzustellen. Aber was war denn eigentlich der Beweggrund? Also wie kam das dann alles dazu, dass du gedacht hast, ich mache jetzt so eine Plattform? Ja, das kam natürlich durch meine eigene Erkrankung. Ich kannte das Thema Krebs eigentlich schon. Vor allem auch meine Krankheit kannte ich, sogar Leukämie, weil meine Mutter dieselbe Art von Leukämie hatte. Und ich jahrelang die José Carreras-Gala produziert habe, die sich auch mit Leukämie beschäftigt, für die ARD. Ja, und wenn man das dann selbst bekommt, ist es natürlich nochmal wieder was ganz, ganz anderes. Und ich habe dann einen ziemlich harten Parcours durchgemacht im teuersten Gesundheitssystem Europas, wo ich andere Erwartungen hatte. Ja, ich hatte völlig andere Erwartungen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man in der Charité bei einer Krebsart, die jetzt nicht so selten ist, erstmal mit einer Fehldiagnose irgendwie startet und dann auch viel Therapie natürlich. Dann habe ich mir da gleich einen Krankenhauskeim in der Onkologie gefangen. Auch das fand ich jetzt ein bisschen überraschend. Habe dann, als ich dann da völlig mit endlich mal durch war und das überlebt habe, ich sage immer, die steilste Lernkurve meines Lebens gehabt. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie motiviert, eben weil ich auch sofort erkannt habe, du hast da vielleicht viel bessere Möglichkeiten als andere Menschen aufgrund deiner beruflichen Experience, da was machen zu wollen. Ja, das Ganze begann mit einem T-Shirt. Und auch das war eine Riesenerfahrung für mich. Ich war irgendwann an so einem Punkt, an dem auch meine Mutter war, für die es damals aber aus Altersgründen noch nicht die Möglichkeit gab, eine Stammzelltransplantation zu machen, die ich letztendlich gemacht habe. Mhm. Das hat man damals bei Menschen über 65 nicht gemacht, mhm, aus welchen Gründen auch immer. Die ganze Familie, wir waren alle völlig empört. Damals hat meine Mutter dann mittendrin gesagt, nach der zweiten Chemophase, ich mache das nicht mehr weiter. Ja, das war's jetzt. Ich werde da nicht mehr fertig und habe auch nicht die Fantasie, dass ich jemals wieder irgendwie der Mensch werde oder so ähnlich, der ich mal vorher war. Und dann hat meine Mutter das abgebrochen und die ist dann auch an der Krankheit verstorben. Und ich bin dann an denselben Punkt gekommen und war total erschüttert über mich selbst, dass ich meiner Mutter damals diese Vorwürfe gemacht habe, wieso machst du das nicht weiter? Und habe dann auch zu meiner Frau gesagt und meiner Familie und mein allen ich habe mich erkundigt, die haben gesagt, 5 bis 6 Monate hätte ich noch, wenn ich jetzt gar nichts mache.
nimm mich bitte mit nach Hause und wir machen, lassen wir mal richtig krachen. Und das war's dann, ja. Mhm. Und dann haben meine Freunde alle zu mir gesagt und meine Familie, Jörg, wir schaffen das. Die haben diesen Plural benutzt. Mhm. Die haben nicht gesagt, ja, Arschbacken zusammenkneifen. Das machst du schon. Schon. Ja. Mhm. Sondern die haben das, ich kann sagen, perfide, haben dann diesen Plural benutzt. Wir schaffen das. Und haben dann mir auch wirklich das Gefühl gegeben, dass ich Menschen an meiner Seite hatte, die mich da durchgetragen haben, weil ich war zu nichts mehr in der Lage. Mhm. Die haben mich bekocht, solange das noch ging und ich da nicht total immunsupprimiert war, da ging das ja nicht mehr. Die haben mich à la carte bekocht, die haben mich jeden Tag besucht. Wow. Und. Ja, und das hat mir eine unheimliche Kraft gegeben. Ja, mhm. Und da dachte ich, komm, du kannst jetzt nicht als Einziger sagen, macht mal, ich bin nicht dabei. Und ja, und dann habe ich Weihnachten rum, das war in dem Jahr, als man in Amerika diesen Wahnsinnigen da gewählt hat und ich viel mit Amerika kommuniziert habe, habe ich dann ein T-Shirt gemacht, da stand drauf, yes, we answer. Ja, und ja, und es war auch so ein bisschen punkig, so wie Sex Pistols sah das aus, das sollte auch so aussehen. Wenn ich gewusst hätte, dass das eine Marke wird, die so eine Nachhaltigkeit hat, hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht. Gut, dann habe ich dieses T-Shirt gemacht, habe das meinen Freunden zu Weihnachten alle geschenkt und die sind mit diesem T-Shirt ins Krankenhaus gekommen und haben mir Fotos geschickt. Ich habe mir dann so einen Screener da draus gebastelt, wo die alle so standen mit dem T-Shirt an. Und dann haben andere Patienten und auch Ärzte und Pflegepersonal alle gesagt, wo kriegt man denn so ein T-Shirt? Und dann dachte ich, ups, bin ja Medienmann. Mhm. Das ist irgendwie anscheinend eine Projektionsfläche. Alleine dieser Spruch und wie das aussieht. Und irgendwas gibt das den Leuten. Und dann habe ich angefangen, ich war froh, im Krankenhaus was zu tun zu haben. Die Dinger immer gedruckt und habe die dann verschenkt. Ich habe gesagt, die kann man nicht kaufen. Und dann habe ich nachher, als es so ein bisschen Überhand nahm, habe ich dann so ein Spreadshirt, heißt das, glaube ich, On Demand, zum Selbstkostenpreis konnte man die sich, dann habe ich nur noch so eine kleine Karte gehabt, die ich allen in die Hand gedrückt habe, hier kann man das bestellen. Ja, und dann war ich irgendwann wieder aus dem Krankenhaus raus und musste dann regelmäßig, habe das Krankenhaus gewechselt, ich bin dann nach Leipzig gegangen, von der Charité aus, weil ich da keinerlei Vertrauen mehr hatte. Mhm. Und die haben mich darin auch bestätigt. Die haben gesagt, ja, aber wenn Sie da Connections haben in die Carreras-Einrichtung in der Leipziger Uniklinik, dann machen Sie das. Die sind Spezialisten. Und dann bin ich nach Leipzig gegangen und kannte dort auch schon den Professor Niederwieser, der durch meine Fernsehsendung, die ich da gemacht habe, die wurde nämlich immer in Leipzig aufgezeichnet, die Carrera-Skala, den kannte ich. Gut, und dann bin ich irgendwie dann immer von Berlin nach Leipzig am Anfang alle 2 Tage, dann alle 3, alle 4 so zum Monitoring. Und dann habe ich schon mich immer darüber gewundert, dass ich immer dahin fahre, mir diese Vitaldaten, die ich mir immer aufschreiben sollte, dokumentieren sollte, die habe ich in mein Handy reingeschrieben. Bin ich nicht da nach Leipzig gefahren, dann sitzt da so ein Arzt, der tippt das dann in den Computer rein und druckt das anschließend aus. Und ja, ich habe auch immer gelacht. Ja. Wo ich nicht drüber gelacht habe, ist über die Tatsache, das war leider in Leipzig genauso, wie ich das auch in der Charité erlebt habe, dass ich ständig warten musste als Krebspatient, vielleicht als einer, der am wenigsten Zeit hatte von allen, die da irgendwie rumturnten, habe ich ja eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich habe am wenigsten Zeit. Und das war nicht nur mein Gefühl. Man hat mir am Anfang gesagt, Herr Hoppe, Sie sind alt genug, 40% Überlebenschance haben Sie. Ja, gut. Und dann, habe ich nachher auch irgendwelche Fragen gehabt an die Onkologen dort, die dann nicht mehr Onkologie waren. Nämlich diese ganzen Kollateralthemen, die man dann hat. Dann hat man keinen Krebs mehr. Mhm. Aber ich hatte wahnsinnige Hautprobleme und was hatte ich nicht alles. Und dann haben die immer gesagt, ja, haben Sie keinen guten Dermatologen oder so. Mhm. Dann sage ich, ja, den hatte ich. Und bin ich zu dem Dermatologen. Und dann sagt der zu mir,
Ja, ob das, klar, ich bin aber auch kein Onkologe. Ich weiß, ja, aber genau Ja, so ist es. und dann Ja, dachte ich, das oh, ist Scheiße. spannend. Ja, und dann habe ich irgendwo eine Selbsthilfegruppe gesucht. Dann denke ich, okay, wenn mir die Experten keine Antworten geben können, vielleicht Patienten, Ja. vielleicht andere Patienten. Und ich habe das große Glück, dass ich in Berlin wohne. Glück insofern, dass man in Berlin eher eine Selbsthilfegruppe findet, so irgendwas, als wenn man in Prüm in der Eifel wohnt. Dann habe ich eine gefunden, die alle dieselbe Krankheit hatten, Leukämie hatten wie ich, AML, und die aber ganz andere Themen hatten. Ja, also das, was ich mir da erhofft hatte, gab es dann auch nicht. Und dann bin ich ins Internet rein und dachte, es gibt doch für jeden Scheiß, gibt es doch irgendwie Community-Apps, ob für Sex oder Hundespaziergänge oder name it. Ja, und war dann irgendwie ganz erstaunt, dass es nichts gab, was so niederschwellig auch war und überhaupt solche Angebote nicht gab. Ich hatte gedacht, der digitale Selbsthilfegruppen sollte es doch eigentlich auch geben. Ja. Gab es aber nicht. Ja, und dann entstand bei mir die Idee, weil ich ja mittlerweile andere Patienten auch kennengelernt hatte durch meinen T-Shirt-Verkauf. Stand dann die Idee, habe ich die mal gefragt, eine super Idee, eine digitale Selbsthilfegruppe. Ja, dieses ist sowieso ein Angebot, was für viele gar nicht erreichbar ist, weil sie in der Stadt wohnen, wo es das nicht gibt. Plus, das haben wir dann später erlebt, als Corona kam, da konnten sich real existierende Selbsthilfegruppen gar nicht treffen, weil die alle Risikopatienten waren. Und das war auch die Hochzeit für unsere App. Ja, also da hat das jeder gemacht. Ja, und dann habe ich diese App gegründet und habe dann sofort einen, das war wirklich ein Trigger, das weiterzumachen. Habe dann sehr schnell die Aufmerksamkeit bekommen von Ärzten, von Onkologen in Deutschland. Ja, der allererste war mein behandelnder Arzt, Professor Dr. Niederwieser, der gesagt hat, ich hoffe, das müssen Sie unbedingt weitermachen. Der ist dann auch Vorsitzender geworden in unserem Advisory Board in dem Medical. Und ja, und das war ein irrer Trigger, dass ich plötzlich festgestellt habe, nicht, ich bin da nur dieser Loser in diesem System, der da irgendwie, sondern diese Ärzte eigentlich auch. Die wollen eigentlich auch ein Patientengespräch machen, was länger als 6 Minuten dauert, aber die werden daran gehindert. Ja, die werden daran gehindert. Und dann habe ich Ärzte kennengelernt, die das mal Medizin mal studiert haben aus Berufung und nicht nur, weil es ein Beruf ist, wo man Geld verdient. Ja, und ja. Und das war ein wahnsinniger Beschleuniger für das, was ich dann daraus gemacht habe. Und die nächste Stufe war dann eben die YesCon, nämlich das, was wir mit der App als Mission sagen, du bist nicht allein, verbindet euch, tauscht euch aus, nicht nur untereinander, nicht nur Betroffene, und da meinen wir, das meinen sie aber auch, das habe ich vorhin so verstanden, dass Betroffene eben nicht nur die Patienten sind, sondern auch die Angehörigen. Vernetzt euch und so, und vernetzt euch auch mit Experten, und wir wollen dabei behilflich sein. Ja, dass diese Kommunikation entsteht und dann eben auch vernetzen mit der Politik, mit der Forschung, mit der Medizin und nicht Patienten am Katzentisch bei irgendwelchen Konferenzen, Patientenvertreter, wo ich gar nicht weiß, wer den gewählt hat. Ich nicht. Ja, und das war eigentlich die Idee, Patienten mit allen Playern auf Augenhöhe zu bringen. Und das ist uns, glaube ich, in gewisser Weise bis jetzt auch schon geglückt. Und ich lade Sie recht herzlich ein zur YesCon am 14. Oktober. Das muss man auch erlebt haben, weil es eine Veranstaltung ist, die es so noch nicht gab vorher und die ja großen Zuspruch hat. Wir haben einen wahnsinnigen Zuspruch aus der Politik und so weiter und haben es mittlerweile geschafft. Da bin ich total stolz drauf, dass die Gesetzesentwürfe bezüglich Digitalisierung und so vom BMG uns geschickt werden zur Kommentierung, genauso von der Gematik, die ja seit 3000 Jahren an der Patientenakte darum fummelt. Und wie also zur Patientenstimme geworden ist, die man anscheinend hört. Ja. Und genau darauf wollte ich auch, oder wollten wir auf jeden Fall auch nochmal eingehen, wegen dem Lauf auch zwischen Kliniken gewechselt und so weiter. Und wir hatten dieses Thema Digitalisierung auch schon mal in einem Podcast, da ging es um Konferenzen. Und da
ist ein Bedarf da? Auch die Ärzte schreien ja danach. Oder Bettina, du hast vorhin das tolle Beispiel mit dem Fax genannt. Mhm. Also es wird noch gefaxt. Esra, genau. Ich weiß. Das ist Boom, das kann man gar nicht fassen. Erstmal eine Zeitreise machen, um ein Faxgerät zu finden, um seine Daten hin und her zu schicken. Das ist unglaublich, das ist Wahnsinn. Und da zu diesem Thema Digitalisierung haben wir eben auch gesprochen, dass es einfach unverständlich ist, warum man nicht einfach, wie in anderen Ländern üblich, eine digitale Identifikation hat und da sind dann alle Daten gespeichert, die dann zwischen den Ärzten hin und her abgerufen werden können. Weil welcher Patient denkt daran, immer alle Sachen dabei zu haben, alles zu erklären, alle die Wehchen nochmal aufzuzählen, alle Problematik und so weiter, die man vielleicht mit letzter Kraft dem anderen Arzt schon erzählt hat und sich dann immer und immer wieder zu wiederholen. Und das in ein und demselben Krankenhaus. Das ist in ein und demselben Krankenhaus und mein absoluter Lieblingssatz ist dann der, Herr Hoppe, nachdem ich schon eine Stunde gewartet habe, wir eigentlich einen Termin hatten, Sie sind gleich dran, wir suchen nur noch Ihre Akte. Den Satz, den liebe ich, weil der irgendwie sehr viel auch über Datenschutz in diesem Land aussagt. Mit der Akte kenne ich jetzt nicht mehr, aber es ist tatsächlich so, dass das bei uns war es so, dass wenn du in andere Fachabteilungen reinschauen wolltest online, also das war es tatsächlich möglich gewesen, dann ist so aufgeploppt, weil man das eigentlich nicht darf, weil man jetzt nicht unbedingt die Unterschrift vom Patienten hat, ob das ein Patient der eigenen Fachabteilung ist, dann darf man einsehen. Und wenn nicht, dann braucht man eine spezielle Begründung wie Notfall, dann darf man auch einsehen. Das heißt, ich durfte formal nicht die CT-Bilder aus meiner eigenen Uniklinik von meinem Patienten schon mal vorab im System anschauen. Oder ich habe den in die HNO rübergeschickt, den Befund hätte ich nicht anschauen dürfen. Es gibt seit ein paar Jahren und ich finde, daran sieht man einfach, wie hinterher Deutschland ist. Es gibt die Medikamentenpläne von Patienten. Das war so der erste Schritt, so wir vernetzen auf irgendeine Art und Weise, dass es Pflicht wird, die Patientenpläne von also alle Medikamente, die ein Patient nimmt, aufzulisten. Dann kommt ein QR-Code dran und die Idee war, dass der nächste Arzt, also er kommt vom Facharzt zum Allgemeinmediziner, der scannt es ab und dann geht es auf seinen Computer, was ja eigentlich schön ist. Und der kann dann wieder seine Medikamente dazu schreiben, dass es praktisch nur einen Medikamentenplan gibt. Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis sich das öffnet am Computer. Genau so, und dann wird er gefaxt. Stattdessen. Es ist leider überhaupt nicht lustig. Man kann nur noch lachen. Es ist hysterisches Lachen. Ja, verzweifeltes. Weil es wirklich so ist. Also ich meine, ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung. Das ist wirklich, das kann nicht wahr sein, dass man sich um und um erklären muss und sich teilweise auch einfach nicht mehr dazu bereit fühlt, irgendwas zu sagen, weil man sich auch wirklich so, also man fühlt sich auch als Patient dann so in Frage gestellt teilweise. Ja. So dieses, warum weiß es denn der Arzt nicht? Ich bin doch deswegen hier. Warum muss ich das denn nochmal erklären? Das ist, Als ich mit allem durch war, auch mit Psychoonkologie. Ich habe wirklich alles mitgenommen, was man da mitnehmen kann auf dem Weg. Auf Psychoonkologie. Mit allem durch war, habe ich dann plötzlich einen Magendurchbruch bekommen, auch so als Kollateralschaden der ganzen Chemos und Bestrahlung. Was habe ich alles bekommen? Und das kennt man ja. Und ich hatte früher immer Magengeschwüre, Berufskrankheit von Medienschaffenden. Und und dann kriege ich so einen Magendurchbruch, tatütata, ins nächste Krankenhaus. Und meine Frau war so geistesgegenwärtig und die hat gesagt, nein, wir fahren nicht hier in das Krankenhaus, was direkt bei uns um die Ecke ist. Wir fahren in die Charité. Da gibt's die Chance, dass die dann wenigstens die Akte von dem haben und wissen, dass dieser Patient ganz besonderer ist mit dieser Geschichte. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann noch mehr immunsupprimiert war, ich nicht und so weiter. Und ich habe es überlebt nach einer 4 Stunden Notoperation, wo ich mich schon von meiner Frau verabschieden sollte, was ich auch gemacht habe. Und dann ich habe eine Mitarbeiterin bei Yes We Cancer, die hat 6 Jahre in Schweden gearbeitet. Und die hat
alles auf ihren Dingen. Ja, ich hätte in dieses Krankenhaus hier vorne fahren können. Meine Frau hätte das Handy mitgenommen. Es wäre alles da gewesen. Es wäre alles da gewesen. Es wird alles da gewesen. Das heißt, das ist eigentlich schon fast fahrlässige Tötung oder so. Das ist, geht schon nah in die Richtung, dass da etwas nicht gemacht wird, was eigentlich jedem Bundesbürger, glaube ich, Paragraph 2 im Grundgesetz zugesichert wird, wird da fahrlässig irgendwie aufs Spiel gesetzt. Also so weit gehe ich mittlerweile. Ja, es ist, ich finde es unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich. Ja, es ist unglaublich. Das haben so viele Menschen, nicht alle, aber die meisten haben irgendwie ein Mobiltelefon und es wäre auf irgendeine Art und Weise und es wird auch irgendwann machbar sein, aber es ist eine Tragödie, dass es noch nicht ist. Was heißt machbar sein? Also, das gibt's ja schon. Wir reden nicht über Raketenwissenschaft. Ja, aber dass man es darf. In Israel. Ach so, genau. In Skandinavien, wo gibt's das? Immer in Österreich, also name it. Nein, aber wir sind ja ganz groß Datenschutz und vergessen darüber, dass man ohne Leben auch keine Daten schützen muss. Exakt. Und was ich überhaupt nicht verstehe, wir haben ja die europäischen Datenschutzregulierung, die ist ja überall dieselbe. Das ist ja überall dieselbe. Bloß bei uns wird das völlig anders interpretiert. Ich habe das immer nur als Erklärung, habe ich nur, weil wir sowieso so ein Land sind, was von Juristen regiert wird. Also das sieht man in allen Rechtsgebieten. Baurecht mein Sohn hat Jura studiert, Baurecht in Deutschland und Baurecht in Spanien. Wo man denkt, die haben wahrscheinlich schon sowas alleine für Brandschutz. Oder nein. Wenn ich höre, 18 Datenschutzbehörden kümmern sich alleine in diesem Gesundheitsbereich, weil wir ja auch föderal das organisiert haben. Das macht es besonders einfach um dieses Thema. Und ich weiß nicht. Und also, das war eigentlich das, warum ich nachher gesagt habe, das darf doch wohl alles nicht wahr sein. Richtig. Wir leben hier, ich wiederhole das nochmal, im teuersten Gesundheitssystem Europas und haben mittlerweile eins der rückständigsten überhaupt bei der digitalen Versorgung, wenn wir Platz 18 oder so. Die Lebenserwartung in Deutschland ist eine der schlechtesten in ganz Europa. Sind Männer, glaube ich, Platz 15, Frauen 14. Und das korreliert für mich doch alles gar nicht. Da sind doch eigentlich Alarmzeichen dafür, dass wir da muss eine Bombe reinfallen, dass sich da jetzt mal was ändert. Das kann ja nicht mal so weitergehen. Oder warten wir darauf, dass Amazon hier die Gesundheitsversorgung übernimmt. Das könnte ja passieren. Das könnte ja passieren. Aber es wird ja auch erwartet, dass die Patienten ihre Daten selber einspeisen. Darauf wird ja dann gerne hingewiesen, dass es ja die Möglichkeit gibt. Und dann sage ich, ja klar, unsere schwerkranken Patienten, die nach Möglichkeit nicht ihre Zeit damit verbringen sollen, in Praxen zu warten, lässt sich manchmal nicht vermeiden, weil es einfach zu wenig Arzt auf zu viel Patient gibt. Aber dass die dann noch zu Hause sich hinsetzen sollen. Vielleicht noch mit einer Polyneuropathie, wir haben ein paar Mal drüber geredet, Esra, und aufs Handy eintippen, einscannen sollen, stundenlang, damit sie das dann den Ärzten geben können. Ja, also das Argument habe ich gehört, dass das ja jeder die Möglichkeit hat, es auf sein Handy zu ziehen. Man muss das ja gar nicht, Bisschen, dass man da ja auch gar nicht drauf hingewiesen wird, dass es die Möglichkeit gäbe. Das tut ja kein Mensch. Ich finde, es geht aber in dem Fall auch nicht nur um die Patientendaten per se. Es geht auch darum, dass Austausch zwischen den Ärzten besser stattfinden muss, wenn es um gewisse Fälle geht. Also, wenn es jetzt unter dem Vorwand ist, dass Datenschutz, dann könnte man doch einfach sagen, okay, Frau 58, die und die Lebensbedingungen oder was auch immer Voraussetzungen. Das ist doch sowieso verschlüsselt. Ja, eben, ganz genau. Aber selbst das ist ja nicht möglich. Und das ist was ich überhaupt nicht verstehen kann. Warum nicht von Facharzt zu Facharzt man sich austauschen kann? Wie habt ihr das behandelt? Wie ging das da bei euch? Was ist die neueste Forschung? Was ist das? Und so weiter. Und ich weiß, Baby, wir haben da über Fachkonferenzen gesprochen, Bettina, aber ich bin da immer noch nicht so ganz zufrieden damit. Ja, du wirst es nicht ändern. Nee, ich weiß, aber das hat mich echt gekriegt, das Thema, weil ich das einfach auch wirklich nicht verstehen kann. In jedem Beruf tauscht man sich aus, in jedem Fachbereich tauscht man sich aus, aber dass es dann in so einem wichtigen Bereich, der uns ja alle angeht im Endeffekt irgendwie, so wenig geschieht, ist was ich überhaupt nicht verstehen kann. Deswegen, wie habt ihr das denn, Jörg, wie habt ihr das denn angestiftet, dass jetzt da etwas Bewegung reinkommt? Oder hast du das Gefühl, dass da jetzt Bewegung reingekommen ist? Ich habe es ja gerade schon gesagt, also für mich ist es ein großer Erfolg, dass wir jetzt
einen Dialog mit der Politik haben, ja, dass wir mitgestalten, dass wir zumindest gefragt werden, wie soll so eine Patientenakte aussehen und. Das finde ich schon mal großartig. Ich glaube, wir haben das dadurch geschafft, dass wir ein bisschen lauter waren, dass wir irgendwie anders aussehen als alle anderen Patientenorganisationen. Die sind ja auch alle wahnsinnig leise. Wahnsinnig leise sind die. Die beschränken sich im Wesentlichen auch darauf. Ich finde es super, also nicht falsch verstehen, irgendwelche Defizite dieses Gesundheitssystems zu kompensieren, indem die Angebote machen, wo ich eigentlich denke, wieso macht das teuerste Gesundheitssystem Europas das eigentlich nicht? Ja, und so, da beschränken die sich ja drauf und die sammeln ja alle Almosen für Krebspatienten, was ich auch beschämend finde in einer Industrienation wie Deutschland, wo jeder zweite Krebs kriegt. Wir sammeln auch keine Almosen für Depressive oder für Leute mit Schlafstörungen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Dieser Wahnsinn, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich war Fernsehproduzent, das hab ich auch noch nicht verstanden. Ja, wieso da Almosen für Krebspatienten gesammelt werden und überhaupt nichts vermittelt wird, was diese Krankheit mal rausholt aus dieser Tabuzone und. Da wird gar nichts vermittelt. Es wird eigentlich alles zementiert dadurch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und ich finde das ich weiß es nicht. Es ist sehr befremdlich. Aber hattest du nicht den Einfluss bei der José Carrera-Skala da irgendwas? Bei der José Carrera-Skala, da wusste man ganz genau, wo das Geld hingeht. Da stehe ich auch zu. Ich finde es eine großartige Einrichtung. Ich habe den Unterschied kennengelernt zwischen der Charité, ich sag's ruhig, auch wenn wir ganz viele Ärzte von denen bei uns im Board haben, und so einer Einrichtung, die die Mittel hat, sowas machen zu können. Ja, und das war was völlig anderes, von der Hygiene bis zur Betreuung, bis zum Essen. Da gab es Essen à la carte, was natürlich für Krebspatienten, die gar keinen Geschmack und nichts haben, großartig ist. Ja, und ich werde dann als Krebspatient mit einem Essen abgespeist für einen Warenwert von 4,60 €. Dafür ernähre ich noch niemals meinen Hund. Ja. Und davor eine halbe Stunde darüber aufgeklärt, was man alles nicht essen darf. Genau, und was man eigentlich essen sollte, damit man wieder auf die Beine kommt und so. Ja. Ich habe eine andere Frage, weil du jetzt gerade ja schon gesagt hast, José Carreras, No Leukämie. Mhm. Das wissen wir ja alles, ist eine tolle Stiftung. Und ihr seid jetzt, also die Yes-App und Yes We Cancer, das geht ja breit auf alle Krebsarten. Ja. Was ich wahnsinnig toll finde, gerade wenn man mit einer Leukämie selber aus einer sehr kleinen, aus der Hämatologie, aus einer sehr kleinen Sparte der Onkologie kommt. Und ich habe es relativ am Anfang bei uns in irgendeiner Folge auch gesagt, es gibt viel Angebot für jetzt zum Beispiel Brustkrebspatientinnen, weil die sehr laut sind, die sind oft jung, die wollen was ändern. Aber es gibt jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Darmkrebs oder einen Lungenkrebs, da ich dann auch gesagt habe, liegt das jetzt daran, dass die irgendwie stigmatisierend sind und dass sich deswegen keiner richtig laut macht und kümmert oder dass alle denken, oh, da werde ich eher als Raucher abgeschoben oder Darm, peinlich. Dass es daran liegt, und das finde ich so schön, dass ihr die ganze Breite praktisch habt und es nicht nur so eine enge Sparte ist. Und das stelle ich mir aber auch irrsinnig schwer vor. Wie hast du das geschafft, so breit zu werden? Wie hast du die Leute gekriegt, die verschiedenen Fachrichtungen? Weil die Selbsthilfe ist ja das eine, aber das andere, was ich extrem wichtig finde, ist diese Vernetzung mit Experten. Weil nur Patienten untereinander können gefährlich werden, meiner Meinung nach. Wenn jeder seine Diagnose, jede Krebsart ist anders, jede Diagnose, jeder Verlauf ist anders. Das heißt, es muss schon irgendwo ein Experte sein, der auch befragt werden kann, wenn es um die reine Krankheit geht und nicht um die Erfahrungen. Wie hast du geschafft, das so aufzustellen, dass ihr? Wir haben ja einen ungefähr 25-köpfigen Medical Advisory Board, steht das bei uns. Ich kann mich nicht daran erinnern, außer der Professor Dr. Niederwieser, mein behandelnder Arzt, den habe ich in der Tat angesprochen und der hat aber sofort Ja gesagt, haben sich diese Ärzte bei uns gemeldet. Okay. Das war dann so ein Schneeballeffekt. Das war dann so ein Schneeballeffekt, ja. Da war so ein Mensch, der sich mit Hirntumoren beschäftigt aus der Universitätsklinik Essen.
Der hat das dann wiederum seinem Chef gezeigt, dem Professor Dr. Werner, dem Klinikdirektor. Dann hat er sich bei mir gemeldet und sagt, bin ich ja großartig, darf ich da mitmachen? Und das hat dann diesen Schneeballeffekt. Die haben das dann auch Patienten empfohlen und haben gesagt, hier, bitteschön. Wir haben angefangen auch so mit Rare Diseases. Also wir haben sehr schnell, ich kannte die Krankheit überhaupt nicht, Glioblastom war so ein allererstes Ding, was auch ein irrer Trigger war für unsere Arbeit, weil wir haben in Deutschland die allererste Veranstaltung gemacht, die es überhaupt jemals gab. 2019, im Ende 2019 in der Charité für Glioblastom-Betroffene. Und das war auch unser allererster Stream. Wir haben vorher noch nie was gestreamt, haben eine Veranstaltung gemacht, haben sechs Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen zu dem Thema eingeladen. Und dann kamen aus ganz Deutschland, da waren wir noch so ganz klein, kamen fast 200 Menschen angereist. Wir hatten gar nicht so viele Plätze, meistens die Angehörigen, weil die gar nicht selbst dazu in der Lage waren. Und fast genauso viele Leute waren im Stream. Und zwar hatten wir da noch nicht so eine Erfahrung. Die Veranstaltung dauerte 3,5 Stunden. Und beim Stream tat sich gar nichts. Da waren genauso viele Leute wie am Anfang drin. Und dann habe ich gesagt, scheiße, das Ding funktioniert nicht. Nein! Ja, und dann haben die Leute, sind die alle da geblieben, die haben zum Teil ihre Züge umgebucht und so, weil sie die Gelegenheit hatten, mit diesen sechs Experten anschließend zu sprechen. Und die haben sich da quasi wie die Kletten an diese Leute dran geklammert. Die haben sich untereinander ausgetauscht, weil die überhaupt keinen anderen Patienten kannten, der auch Glioblastom hatte oder so. Ja. Und und so haben wir uns dann so, ich sag mal, von einer Krankheit zur anderen vorgearbeitet. Gehangelt, aber immer mit irgendwelchen Impulsen von draußen. Ja, das waren dann irgendwelche Patienten oder Ärzte, die gesagt haben, wollt ihr nicht mal so eine Veranstaltung machen? Das war dann der Professor Dr. Glas aus Essen, der gesagt hat, das gab's gar nicht. Die sind alle total alleine. Und wenn ihr sagt, du bist nicht allein, dann kümmert euch mal um die da. Und das machen wir mittlerweile sehr intensiv. Und das habe ich gesehen, das ist eine tolle Seite. Die Klinik ist und sehr, sehr, sehr hochwertig. Ja, und so ist es, das ist so, ich sag mal, es ist so gewachsen, ja. Und als ich damit angefangen habe, wusste ich nicht, was das mal wird. Mhm. Und dann eben auch sehr schnell Unterstützer gefunden. Und für mich war ein anderer Trigger, das erzähle ich immer gerne, damit angefangen habe, kam dann die Influencerin Steffi Giesinger auf mich zu, die war damals 21 Jahre alt und die hat gesagt, Jörg, wir kannten uns aus meinem Berufsleben. Mhm. Und die hat gesagt, ich finde es ja ganz großartig, was du da machst mit dieser App. Ich möchte das unterstützen. Und dann wollte die mir 50.000 Euro spenden und da habe ich gesagt, ich nehme von der 21-Jährigen keine 50.000 Euro. Dann sofort wieder vergelten. Dann hat die das einfach überwiesen. Ja, und das waren alles so Momente. Ja. Und dann kam irgendwann auch die Industrie, ja, und als erstes eine Betroffene aus einem Pharmakonzern, wo ich noch sehr misstrauisch war. Mhm. Ich dachte so, hier ist die Sieg daran. Nein, und wir haben von Anfang an eine große Unterstützung bekommen, weil wir das Thema, glaube ich, mal anders aufgezogen haben als andere Organisationen. Es gibt ja wahnsinnig viele Organisationen in Deutschland von Patienten gegründet, auch mit der Intention, da einen Beitrag zu leisten. Und hinzu kommt natürlich wahrscheinlich auch, dass wir ein paar Prominente haben, die sich dafür engagieren. Ich sag mal, so ein Joko Winterscheid ist natürlich Gold wert, aber bei uns die Prominenten, die da sich engagieren, die haben alle eine Geschichte dazu. Ja. Ich denke aber auch, das ist dieser Spirit, den man spürt, der anzieht. Und diese Kombination aus diesem Yes, we can, also diese Motivation zusammen, plus diesem, okay, da, ich war mit was nicht zufrieden, ich will was ändern und ich kann was ändern. Ja. Und diese Kombination aus, ich motiviere jetzt nicht nur, wir schaffen das, sondern ich mache auch was qualitativ Hochwertiges für Betroffene, Erkrankte, Angehörige und auch für behandelnde Ärzte. Ja. Das ist ja auch, wenn wir Ärzte was haben, was wir weitergeben können,
dann ist es wahnsinnig befriedigend und das hilft uns dann auch. Und wenn wir wissen, da ist ein Experte, dann hilft das auch. Das heißt, natürlich, jetzt auch wenn du den Namen natürlich hast und dadurch die Kontakte, denke ich, diese Idee selber ist so mitreißend, dass deswegen die Prominenz da ist und spricht und mitmacht. Und die könnten ja auch einen Beitrag leisten und dann wieder rausgehen und sagen, okay, ja, Servus, ich hab's gemacht. Ja. Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, dass wir von Anfang an, also mich hat damals überhaupt kein Angebot angesprochen. Ich habe auch geguckt, was gibt's da alles, auch von irgendwelchen Institutionen oder so. Das hat mich schon deshalb nicht angesprochen, so wie das aussah. Immer so diese Stockfotos und so. Das war für mich überhaupt nicht Leben. Das war eigentlich das, was ich nicht wollte. Das sah alles so wie Krankenhaus aus. Ja, und das wollte ich nicht. Und das ist auch alles Krankenhaus. Und deswegen habe ich gesagt, nein, wir wollen Krebs auch ein anderes Gesicht geben. Deswegen haben wir gesagt, meldet euch bitte mit eurem Foto an. Ihr müsst euch nicht verstecken. Ja, sehr schön. Bitte versteckt euch nicht. Zeigt, dass Krebs anders aussieht. Und nicht nach Tod aussieht, sondern dass Krebs auch Leben ist, dass es ein Leben gibt mit Krebs und nach Krebs und so. Und dass manchmal auch das Leben nach Krebs vielleicht sogar noch besser ist. Wenn ich das immer erzähle, zucken immer alle zusammen. What? Ich kenne ganz viele Krebspatienten, die durch diese Krankheit durch sind und haben gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich so stark bin. Hm. Ich hatte vorher Suizidgedanken oder so. Jetzt weiß ich, was ich alles kann. Die sich auch neu erfunden haben. Auch ich habe mich völlig neu erfunden. Ich war zwar mal, habe mal eine Aktiengesellschaft und keine Ahnung, was ich alles gemacht habe im Vorstand, aber ich habe es zum Beispiel gehasst, vor Menschen zu sprechen. Ich habe lieber die Leute vor die Kamera geschickt und auf die Bühne und gesagt, macht ihr das mal? Ich habe es gehasst. Ja, aber jetzt merke ich einfach, ich habe jetzt wirklich auch so ein Thema, wo ich mich da hinstellen kann und was zu sagen möchte. Und vorher fand ich das nicht so relevant. Ja, und habe mich da auch neu erfinden können. Und das sind alles so Botschaften, die finde ich ganz, ganz wichtig, dass man den Menschen da mitgibt. Und jetzt auch so ein bisschen mit der Zeit im Auge. Oh ja, ich habe ja einen Essenstermin. Ganz genau, da steht ein Date und da die Frau ist bestimmt so unterstützend gewesen, dass es auch verdient, dass wir sie jetzt auch unterstützen hier mit der Zeit. Abschließend nochmal jetzt zur Konferenz, die jetzt hier ansteht, ja, am 14. Ja. Oktober in Berlin. Mhm. Die YesCon, was passiert da? Wer kann da hin? Wer darf da hin? Also es darf jeder hin. Es kostet auch kein Geld. Es ist gratis. Ja, wir haben natürlich auch nur ein gewisses Kontingent von Menschen, die da platzmäßig rein können. Man kann sich aber kostenlos auch anmelden und findet man sofort bei uns auf der Webseite das Ganze. Es gibt noch ein paar Karten. Also wenn, ich weiß nicht, wann das hier on air geht, kann man sich noch anmelden. Was erwartet einen da? Also es erwartet einen Anastasia, irgendwie, die in diesem Jahr den Yes Award bekommt. Mhm. Da freuen wir uns sehr drüber, weil sie für Generationen 2003, als sie das erste Mal die Diagnose bekommt, 2013 nochmal. Das war Brustkrebs bei ihr, ne? Ja, das war Brustkrebs und sie ist dann dermaßen offen mit umgegangen, dass viele sich dadurch haben inspirieren lassen und so. Mhm. Das erwartet einen. Wir verleihen noch ein paar andere Preise. Wir haben jetzt einen neuen Preis, der geht an Organisationen. Der ist auch mit Geld dotiert, dank der Deutschen Postcode-Lotterie. Ist der mit Geld dotiert, der geht an Patientenorganisationen, die in unserem Sinne irgendwie handeln. Und dann erwarten einen tolle Panels. Dann erwartet einen Karl Lauterbach, der unser Schirmherr, erwartet einen. Dann haben wir tolle Panels zum Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Das ist ja unser Hauptthema, was wir überhaupt haben, ja. Und EPA, Opt-out und so. Das ist ein großes Thema. Ja, und dann haben wir die Dinge, die wir sonst auch immer haben: Workshops, zu denen man sich anmelden sollte rechtzeitig, bitte. Mhm. Patientenkommunikation untereinander und. Das Programm gibt es bei uns auf der Webseite. Da gibt es, glaube ich, auch schon das Programm Magazin Digital. Mhm. Das heißt, da sind dann auch Fachärzte vor Ort, mit denen man dann auch interagieren kann? Ja, da ist auch fast unser gesamtes Advisory Board da.
Also, und dann sind ganz viele Ärzte, Experten da, und aus Forschung, Medizin und KI-Experten und stehen Rede und Antwort. Also sind die stehen auch Rede und Antwort. Kann man also die kann man anfassen, die kann man anfassen. Die sind nicht nur auf dem Panel und dann kann man eine Frage stellen, sondern die laufen da auch alle nachher frei rum. Und die kann man sich dann als Patient auch schnappen. Die und kann sagen, man sich auch schnappen. Komm, das wird. Ich habe mal eine Frage. Das wird auch gerne gemacht. Ich war vor, weiß gar nicht, vor einem halben Jahr oder dreieinhalb Jahren war ich eingeladen. Auch in so einem Podcast, nicht in so einer Konferenz war das auch. Und dann habe ich gesagt, ja, wen habt ihr denn da alles so? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben Manuela Schwesig, wir haben blablabla. Dann haben die das alles aufgezählt und habe ich gesagt, oh, das ist doch eure erste Konferenz. Wie habt ihr das denn gemacht? Dann haben die gesagt, ja, wir waren auch in München auf der YesCon. Super. Ja, und dann hat gesagt, super, spread the message. Jetzt für alle, genau so soll es laufen, ja. Ja. Für alle, die es nicht schaffen, nach Berlin zu kommen, ich glaube, ihr macht auch einen Livestream, richtig? Ja, wie gesagt, das Ganze wird live gestreamt auf zwei Kanälen parallel. Man kann also auch hin und her zappen, hat man früher gesagt beim Fernsehen. Kann hin und her zappen und das Ganze geht morgens um 11 Uhr los und dauert bis 19 Uhr. Und ja. Fantastisch. Gratis. Ja, das ist wirklich, also. Gratis und in ziemlich guter Qualität. Wir machen das, ich als alter Fernsehschaffender, machen wir das natürlich in Broadcast-Qualität. Wahnsinn. Jörg, vielen lieben Dank. Wir könnten wirklich noch stundenlang weitersprechen und vielleicht haben wir auch nochmal die Möglichkeit, dich irgendwie einladen zu dürfen. Es ist Wahnsinn, was ihr da macht. Yes We Cancer ist die Plattform, die Yes App kann man sich auch runterladen. Da braucht man allerdings, glaube ich, von der Krankenkasse irgendwie eine. Nein. Braucht man gar nichts. Das ist total, total barrierefrei sozusagen. Da meldet man sich an und muss auch keinen Personalausweis oder irgendwas, auch kein Fax schicken. Das ist ganz simpel. Also was das ja ist, ich sag immer, das ist App so ist. Genau. Ja, das ist ja keine medizinische App. Wir sind eine Community App und so. Und ich sag immer, das ist Tinder für Krebspatienten. Ich hatte gerade Wasser im Mund. Tinder Entschuldigung. Macht sehr, sehr viele Menschen glücklich. Eben. Und zwar zack, zack. Und so muss es gehen. Und also meine Vorstellung von der zukünftigen Medizin oder mein Traum von meiner persönlichen Arbeit als Onkologin ist es genau diese Dinge zusammenzubringen. Patient muss mit dem Arzt, muss untereinander, muss mit der Forschung, das muss alles viel mehr Hand in Hand gehen und viel barrierefreier werden, damit wir irgendwann wieder vorne dran sind mit Deutschland, weil wir haben die Leute, die motiviert sind, wir haben die Patienten, die motiviert sind, wir haben die Ärzte, wir haben die Forschung, wir können das alles. Yes, we can, sir. Ich denke, das ist schon eine Möglichkeit und es ist toll, dass ihr da den ersten Schritt macht zu vielleicht irgendwann wieder einer qualitativ höchstwertigen. Du hast gerade noch was Wichtiges gesagt, die Forschung. Also ich finde das ja auch irgendwie eigentlich ein Skandal, dass Daten bei uns nicht für die Forschung genutzt werden. Mhm. Und ich meine, wir haben wahnsinnig. Also nur für die Zentren immer, die ja, benutzen. Ja, ja. Also. Ja. Aber man könnte ja irgendwie auch bla bla. Das soll ich dir nicht erzählen. Ich, wie gesagt, ich lade jeden herzlich ein zur YesCon, entweder virtuell oder wenn er ganz schnell ist, anmelden und dann persönlich dabei sein. Und 14. Oktober. Vielen lieben Dank. Danke euch. Danke.